Unser Körper besteht aus Billionen von Zellen mit den unterschiedlichsten Formen und Funktionen. Eines haben sie jedoch gemeinsam. Sie besitzen alle ein Zellskelett, auch Zytoskelett genannt. Eine Art Gerüst, das sich stetig wandelt. Es besteht aus drei verschiedenen Arten von Proteinstrukturen. Den Aktinfilamenten, den Intermediärfilamenten und den Mikrotubuli. Zusammen bilden sie das Zellskelett. Die Forschung am PSI konzentriert sich dabei hauptsächlich auf die röhrenförmigen Mikrotubuli. Diese Proteinkomplexe setzen sich aus dem sogenannten Alpha- und Beta-Tubulin zusammen. Mikrotubuli haben die Fähigkeit, sich schnell auf- und wieder abzubauen und sich so den ständigen Veränderungen der Zelle zügig anzupassen. Zudem erfüllen sie mehrere wichtige Funktionen. Nebst der Stabilisierung der Zelle bilden sie auch eine Art Schienensystem für den Transport von Stoffen, welche mittels sogenannter Motorproteine an ihren Bestimmungsort gelangen. Eine weitere wichtige Aufgabe erfüllen die Mikrotubuli bei der Zellteilung. Die Chromosomen im Zellkern enthalten einen Großteil der Erbinformation. Die Mikrotubuli ordnen diese zunächst in der Äquatorialebene an und ziehen sie anschließend auseinander. So wird das Erbgut im Zellkern in zwei gleiche Hälften geteilt. Für das Wachstum und die Fortpflanzung von Organismen spielen die Mikrotubuli somit eine extrem wichtige Rolle. Jedoch helfen die Mikrotubuli nicht nur bei der Teilung gesunder und lebenswichtiger Zellen. Auch Krebszellen oder Krankheitserreger vermehren sich mit ihrer Hilfe. Und genau hier setzt die Forschung des PSI an. Mithilfe der Großforschungsanlagen untersuchen PSI-Forschende das Tubulin, um Andockstellen für neue Medikamente zu finden. Medikamente, die in diesen Bindungstaschen ansetzen, sind hochwirksam. Sie können beispielsweise den Abbau der Mikrotubuli blockieren und somit die Teilung kranker Zellen verhindern. Die Aufgaben der Mikrotubuli sind von zentraler Bedeutung für das Leben. Ihre Erforschung eröffnet nicht nur neue Einblicke in die Biologie, sie dient auch der Entwicklung wirksamerer Therapien und Medikamente.